Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Jo, wir sind hier auf Antigua. Wir haben die letzten Parts damit verbracht, uns damit zu beschäftigen, Slains Schiff auszurüsten, damit wir in See stechen können und uns den Blutdolch von ihm holen können. Dazu müssen wir ja zu seinem vergrabenen Schatz segeln und wie gesagt ohne Proviant, ohne Kanonen, ohne Wasser, ohne Schießpulver geht halt nichts und wir müssen halt schauen, dass wir die Sachen kriegen. Die Wasserträger haben wir schon gefunden im letzten Part. Ich schaue mich hier nur kurz ein bisschen um, für den Fall der Fälle, dass es hier noch irgendwelches Getier gibt, das uns Ruhm und Ehre bringt. Aber so wie es ausschaut, haben wir eigentlich alles recht brav ausgemerzt und niedergemetzelt. Und ja, da haben wir noch ein Blumel. Da drüben sehe ich ein Schwammerl. Die Fackel ist aus. Ich hoffe, das macht nichts. Hey, da haben wir ein paar Sanddeutel. Das ist irgendwie gut. Ja, was ist denn? Da, zack, zack. Da, gut gemacht. Jawohl, gut gemacht. So, schön looten, denn wir brauchen ihre Items ganz, ganz dringend. Da drüben haben wir auch was. Schau mal, ist das eine Truhe? Ja. Das ist eine Truhe. Ah, da waren wir sogar schon. Lol. Okay. Wir waren schon mal da und ich habe hier nicht ordnungsgemäß die Gegend gesäubert. Böse Zocki. Wo habe ich jetzt den Pilz gesehen? Da vorne glaube ich. Hier ist er. Da haben wir unseren Boko-Pilz. Wieder ein kleiner. Ich helfe dir. Ah ja, wieder eine kleine Verstärkung von unserem Proviant. Nicht schlecht. Was, der ist erledigt. Apropos Proviant. Dann werden wir gleich einen verspeisen. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Definitiv noch nicht. Hier liegen noch allerhand Sachen rum. Mhm. Soll uns aber nicht stören. Aha, okay. So und so. Okay. Grog, Trank der Klingen und 4 Goldmünzen. Sauber. Ah, da wären wir reich. Aber, wie heißt das so schön? Ich helfe dir. Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Aha, da haben wir einige Krabben. Au! Komm, haut dich auf den Bauch. Genau. Und weg ist er. Komm, gib mir dein Zeugs. Danke. So, der guten Petty helfen. Ja, das war daneben, das war eh klar. Was, der ist auch erledigt. Huch, Entschuldigung. Ich wollte nur looten und nicht mit der Hübschen quatschen. Da drüben sehe ich auch einen Schwammerl. Da ist was. Komm her, Buck. Das schaut auch sehr verdächtig aus hier drinnen. Ah, okay. Ist nichts. Ich dachte schon, da geht es irgendwo speziell hin, also zu einer Truhe oder so. Aha, das sind Äffchens. Oh, da ist die Hütte. Okay. Was haben wir da? Eine Makibeere. Hurra! Einmal probiert. Super. Ich bin bei dir. Das höre ich gerne, mein Liebchen. Zack, 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 zack. Ja, das kannst du laut sagen. So, die Riesenkrabbe. Die Würgeranke. Dann den Wulfermoon. Hier haben wir ein Haus. Und da höre ich ein Äffchen. Hallo. Du? Na, du? Ja. Niedlich. Ich muss unbedingt schauen, dass ich so schnell wie möglich dieses Talent erlerne. Oh.
zusammen packen. Ist wir das so eine Grabspinne wieder? Ja, ganz recht. Eine Grabspinne. Die schaut so hässlich aus. Zack, 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 zack. Und einmal schießen, bitte. Baum. Jawohl, rechts haben wir auch. Einmal umtreten, wenn es geht. Oder überhaupt treten. Du darfst auch treten. Ich esse mal ein bisschen Proviant. Und treten, wenn es geht. Zack, zack. Schießen. Hoppala. Schießen darf man auch. Jawohl. Zack, und gleich haben wir es. Zack, zack, zack. Los, ruck. Und zack. Jawohl. 210. Und Ehre. Aber ich kann nichts looten von der, das ist jetzt ärgert mich ein bisschen. Die hat sicher tolles Zeugs. So. Und die Truhe war leicht. Rum und Gold. Sauber. Passt. Das hätten wir auch. Das werden wir gleich speichern. Nein, langsam. Da brauche ich einen neuen Spielstand. Hier. Ja, bitteschön. Dankeschön. So. Dann haben wir hier noch einen schwarzen Oleander. Ah, da vorne. Aha, da sind auch noch Viecher. Zusammen packen wir das. Ich werde ein bisschen lang grob, glaube ich, saufen. Au! Ich wollte mal die Waffe ziehen. Sauerei. Gut gemacht. Ja, mit dir auch. So, schön speichern, schön looten, alles zusammen. Da haben wir auch noch eine Blume. So, Schädelblüte. Jawohl. Boah, ey. So. Okay, da sind wir. Alles klar. Hier scheinen wir alles ausgerottet zu haben. Dann schauen wir noch kurz darauf. Ei, da ist ein Goldklee. Supi. Nehmen wir gerne mit. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir da mal alles. Hui ha, langsam. Ah, hui. Jawohl, passt. Dann schauen wir uns mal das Hütchen hier an. Ja, du Äffchen, du. Ja, Fischerhütte gefunden. Okay, da schreit jemand. Wahrscheinlich, der ist gestorben, weil der so komisch auf dem Tisch sich breit gemacht hat. Dann ist alles gut. Ja, der hat auch Pech mit seiner Wäsche. Ist jetzt auch doppelt gewaschen. Der Mutige. Er wollte jedem beweisen, dass er den hohen Hügel sogar mit seinem Holzbein hinaufklettern kann. Eines Nachts verließ er Takariguas Piratennest, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Ob er den Gipfel je erreichte, hat man nie erfahren. Das Holzbein habe ich schon gefunden. Jo. Eddie! Na, endlich kommt mal jemand aus der Stadt. Ich dachte schon, wir wären verloren. Wir? Bist du hier der Fischer? Was ist dein Problem? Frag mal blöd nach. Bist du der Fischer? Bist du hier der Fischer? Ja, ich und mein Kumpel Duncan. Wir leben hier schon seit vielen Jahren. Mhm. Gehört ihr zur Piratenstadt? Gehört ihr zur Piratenstadt? Ja, natürlich. Genauso wie der alte Mac auf der Westseite der Insel. Aha. Dem alten Kauz wachsen Muscheln aus dem Bart. So lange ist er schon hier. Was ist dein Problem? Duncan und ich liefern unseren Fang regelmäßig in die Stadt. Aber beim letzten Mal ist alles schiefgelaufen. Da war ein Klabautermann. Ich glaube, er hat Duncan gefressen. Was? Was genau ist denn passiert? Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Ich brauche frischen Fisch. Genau, ihr braucht frischen Fisch. Fangen wir gleich so an, ne? Na, Spaß. Was zum Henker ist passiert? Was genau ist euch denn passiert? Also, wir haben eine Menge Fische in einer Grotte entdeckt. Mhm. Erst haben wir uns total gefreut. Aber dann kam dieses furchtbare Geräusch. Oh je. Es klang wie ein tiefes Knurren. Da bin ich abgehauen und habe erst später gemerkt, dass Duncan nicht mehr da ist. Du bist der Trottel. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Wo ist diese Grotte? Wie kommst du drauf, dass das ein Klabautermann ist? Ich brauche frischen Fisch. Kann ich dir irgendwie helfen? Klabautermann? So mal fragen? Ja, fragen wir mal. Wie kommst du darauf, dass das ein Klabautermann ist? Was soll es denn sonst sein? Es ist jedenfalls weder Tier noch Mensch. Also muss es eine Art fleischgewordener Geist sein. Aha.
Hast du schon mal was von Mara gehört? Hast du Angst vor Geistern? Mara und so? Hast du schon mal was von Mara gehört? Es gibt Spukgeschichten über sie. Sie soll Tentakel haben und abgrundtief böse sein. Der alte Mac hat mal sowas erwähnt. Aber das ist doch nur eine Geschichte, oder? Wenn du meinst, ich glaube, dass Mara deinen Klabautermann geschickt hat. Ja? Ich glaube, dass Mara deinen Klabautermann geschickt hat. Oh, erzähl doch nicht sowas. Ich erinnere mich, dass eines Abends ein großer, schwarzer Schatten aus dem Meer kroch. Ich habe ihn nicht richtig erkannt, aber er war schaurig. Am nächsten Tag war nichts mehr zu sehen und dann sind wir wieder fischen gegangen. Wenn Mara wirklich dahinter steckt, oh, mir wird schlecht. Ach komm, jetzt atme tief durch. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Jo. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Wie denn? Was willst du denn machen? Wenn der Klabautermann da rauskommt, sind wir geliefert. Ich kümmere mich um deinen Klabautermann. Ich schau mal, ob ich dein Kumpel Dunchen finden kann. Ich würde sagen, mal das untere. Ich schau mal, ob ich deinen Kumpel Duncan finden kann. Ich glaube nicht, dass er überlebt hat. Aber ich wäre schon dankbar, wenn du irgendwas von ihm findest, damit ich Gewissheit habe. Wir werden sehen. Ich kümmere mich mal drum. Beziehungsweise, wo ist denn die Grotte? Wo ist diese Grotte? Sie ist nicht weit von hier, am Ende des Strandes. Oh, ich darf gar nicht darüber nachdenken. Mhm. Na dann, ich brauche Fisch. Machen wir das noch vorher? Ich brauche frischen Fisch. Solange das Monster da draußen ist, bewege ich mich kein Stück. Tut mir leid, aber ich will noch nicht sterben. Ja, schon gut. Wir machen das schon. Ich kümmere mich um deinen Klabautermann. Entweder du bist verdammt mutig oder lebensmüde. Ich hoffe, du kommst wieder, sonst werde ich hier noch verrückt. Ja, jetzt meine Güte, hat der dünne Nerven. Ach, Gottchen. So. Ich glaube, wir legen uns kurz mal hin. Bis zum nächsten Morgen. Das können wir uns, glaube ich, erlauben. Ach, schon wieder aufstehen. Boah, die Nächte sind immer so kurz. Na, passt. Und wenn er mal schlafen geht, werden wir ihnen die Kiste hier aus... Oder sollen wir das gleich machen? Machen wir gleich, oder? Mitternacht, da wird er wohl schlafen gegangen sein. Oder auch nicht. Warte mal. Ja, du darfst speichern. Vielleicht kriege ich es ja nicht mit in seiner Aufregung. Also die Truhe war jetzt echt watschen einfach. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so leicht, also so einfach geht. Säbel, Fackel und Grog. Hey, spinnst du? Was? Ich habe nichts gemacht? Entschuldigung. Da ist man schon Fischer geworden und hat trotzdem nur Ärger. Ja, genau. Scheißlich ist sowas. Geht er uns an? Ich glaube nicht, ne? Lol, ich hätte nur ein bisschen warten müssen, wäre er schlafen gegangen. Ist ja wurscht. Aber ich muss nochmal pennen gehen, genau. Es ist so dunkel, allein für euch. So, bis zum nächsten Morgen. So, passt. Ausgeschlafen. Und weiter geht's. Und es schifft schon wieder, ist klar. Es regnet wie aus Eimern. Ach ja. Jo, Äffchen, ne? So, was gibt's denn da Gutes zum Kochen für uns? Roher Fisch, rohes Fleisch, Geflügel, machen wir alles. Passt, ein bisschen Proviant aufgebessert. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier die Geisterlilie. Ich muss dann echt mal schauen, dass wir unseren Voodoo auf Vordermann bringen. Dass wir da bald mal unsere Tränke und so machen können. Das wäre mir persönlich sehr lieb. Halt, eine Maki-Beere, die nehmen wir natürlich gerne mit. Proviant können wir ja niemals zu wenig haben. Niemals zu viel. Also viel, oft zu wenig und zu gut. Ach, lass mal das. Ich helfe dir. Ha, Sandteufelchen. Ja, ja, komm mal her. Ui, drei Stück gleich. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. So ist es. So ist es, Penny. Du sagst es. So, ich bin bei dir. Oh. Zack, zack. So, au. Der ist den Sandteufel gekommen, zack. So. Passt. Und jetzt die Riesengrabbe. Komm, dreht. Jawohl. Zack, zack.
Wasser. Was? Erledigt. Sehr gut. Man bedenkt, wie schwer ich mich getan habe am Anfang, ne? Das ist sicher. Ach, und jetzt geht es eigentlich schon recht gut. Lalalala. So, dann einmal speichern. So, okidoki. Jetzt muss ich nur noch diese Höhle finden. Also wir müssen die Höhle finden. Ich glaube nicht, dass sie da ist. Am Ende des Strandes. Weißt du was? Ich mach's mir einfach. Wo sind wir denn? Wir sind da. Hier wahrscheinlich irgendwo, ne? Kann ich mir vorstellen. Das da? Die hier? Machen wir mal die Questlog an. Frischer Fisch. Kabautermann. Auf der Karte markieren. Seekarte. Achso, das ist nur der Auftraggeber oder was? Aha. Na gut, dann müssen wir sie halt suchen. Die Höhle. Ein Blutwurzel. Ui, davon haben wir ein Getier. Zwei Getiere. Zwei Riesenkrabben. Da gehe ich auch noch drauf schon. Ah, die Betty ist schon wieder am Kämpfen. Jawohl. Ui, der hat gesessen. Na, komm. Na, gut, wenn es geht. Betty, wo bist du? Ah, da liegt irgendwo. Warte mal kurz. Au. Ich mach die Krabben hier noch. Ich weiß nicht, die Patty aus der Reserve. Weil ich glaube, das irgendwie. Jawohl, hat geklappt. So, zack, 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 zack. Jawohl, Betty kann das viel besser als ich. So, zack, zack, zack. Spaß, geschafft. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sehr gut. So, was haben wir da? Ein Ulfermoon. Einen schwarzen Oleander, noch eine Muschel. Sehr gut. Da wird keiner gekündigt noch baden gehen. Wo ist die Patty? Betty? Wo du seien? Ui, da ist eine Kiste. Juhu, eine Kiste. Und was haben wir drinnen? Bloody Mary, Proviant und 23 Gold. Super. Lalala, lalala. Wo ist die Patty? Ist mir ehrlich. Oh oh. Sie steckt da hinten fest. Vielleicht kann ich sie da irgendwie rausglitschen. So vielleicht. Naja, ich glaube, sie hat ihn gern. Super. Was haben wir da noch? Da vorne ist noch irgendwas. Eine Würgeranke. Bitte ist hier, das ist schön. Da ist nichts mehr. Auf der Karte glubschen. Wo sind wir da? Aha. Okay. Es müsste wenn schon hier weitergehen, ne? Höhle? Na, die Höhle ist da. Okay. Also so, kehrt Marsch. Mal schauen, ob es dann die Höhle ist. Wo der Klabautermann drinnen haust. Na, großartig. Aha, da haben wir auch noch was. Achso, die hatte ich schon. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre ein Rock. Da ist nur noch, also nur eine Flasche mit dem Inhalt. Lalalala. So, da muss ich kurz mal schauen, ob ich hier noch richtig bin. Schauen, sind wir hier noch richtig? Oh, schon viel zu weit weg. Warte, ich bohr mich kurz zurück.
Irgendwie mache ich das falsch. Warte mal ganz kurz. So. Ach so, ich verstehe schon. Da kann man einfach nur so durchgehen. Okay, wo könnte dann diese komische Höhle sein? Am Ende des Strandes, hat er gemeint. Ist es dann das da oben gemeint? Mit Ende des Strandes? Weil hier rüber? Eine Grotte, kann ja dann nur das sein, oder? Diese Totenkopf-Dings da, oder? Weil hier waren wir ja schon eigentlich überall, da ist ja nichts. Das heißt da oben. Warte, ich bohr mich nochmal zurück. Die paar Meter. So. Soll ich nochmal schlafen gehen? Einmal gehen wir noch pennen. Wir sind ein bisschen angeschlagen und dann gehen wir rauf da, darüber. Da muss es dann stimmen, hoffe ich. Wahrscheinlich verlaufe ich mich nochmal. So. Ui, und der Part ist auch schwer zu Ende. Na, großartig. Großartig. Dann beenden wir halt den Part. Wieder im strömenden Regen. Ist ja unglaublich, was es hier regnet. Ach ja, was soll's. Ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.